das kleinste Airbnb der Welt und ich werde eine Nacht drin schlafen. Problem, es gibt keins. Zumindest nicht in Deutschland. Also muss ich selber ein Airbnb bauen mit Licht, Strom, Belüftung, Wasser. Werde selber eine Nacht drin schlafen und es am Ende auf Airbnb stellen, damit es offiziell auch ein Airbnb ist. Ich habe nur absolut keine Ahnung, wie ich das bauen soll. Ich auch nicht. Also habe ich recherchiert und kam auf die Idee, eine Mülltonne als Basis zu nutzen. Während ich also auf die Mülltonne wartet, wieso habe ich ein Hotdog-Kostüm an? Egal. Während ich darauf warte, könnt ihr schon mal abonnieren und das Video mit euren Freunden teilen. Oh, ich glaube, das ist meine Tonne. Okay, lasst uns starten. Also an sich ist das schon ein halbes Haus. Es ist so verdammt schwer, hier reinzukommen. Deshalb habe ich eine Leiter bestellt. Eine Leiter. Damit ist es viel leichter, in die Tonne zu kommen. Bisher ist unser Airbnb nur sehr langweilig und leer. Deshalb habe ich einige coole Dinge online bestellt, um den Airbnb auch die versprochene Belüftung, Wasserversorgung und Strom zu bieten. Nach etwas weiterem Warten kamen dann endlich die Pakete an. Ich habe hier eine Steckdosenleiste. Glücklicherweise hat die Mülltonne unten ein Loch im Boden. Durch dieses wird jetzt das Kabel geführt und die Steckdose an die Innenseite der Tonne geklebt. Und zack, wir haben Strom. Für die Belüftung haben wir diesen Lüfter, denn so wird es ziemlich schnell stickig in der Tonne. Damit ich diesen Lüfter anbringen kann, muss ich bohren und sägen. Kann ich bohren und sägen? Nein! Das ist anstrengend. So wäre der Lüfter schon verschraubt und funktioniert auch. Allerdings kommt die alte Luft noch nicht aus der Tonne raus, weil der noch in der Wand ist. Dafür müssen wir jetzt sägen und ich frage meinen Vater. Wie bist du so easy da durchgekommen? Ich habe gestern voll lang gewerkelt. Der macht das mit links. Jetzt noch die Lüfter verschrauben, anstecken und tada, eine funktionierende Belüftung. Am Ende des Tages möchte ich eine Nacht darin verbringen können, sprich es muss so komfortabel wie möglich sein. Und dazu gehört auch eine Wasserversorgung. Problem, wir haben nur sehr wenig Platz, nur 0,6 Quadratmeter bietet die Tonne. Ich weiß nicht, wie ich hier einen Wasserkanister einbauen soll, ohne zu viel Platz wegzunehmen. Also kümmere ich mich erstmal um ein anderes Problem, denn sobald der Deckel der Tonne geschlossen ist, erkennt man gar nichts mehr. Man sieht wirklich nichts, ich habe extra gerade eine Nachtsichtkamera an. Also muss erstmal Licht her. Hier hast du Licht. Dankeschön. Let's go. Ich nutze einfach LED-Panels für die Innenseite der Tonne. So kann ich gleichzeitig das Licht übers Handy steuern. Das wird mega cool. Unsere Mülltonne, Airbnb leuchtet, aber ich hatte ja noch ein anderes Problem zu beheben. Ich habe hier einen 5 Liter Wasserkanister und hier eine Säge. Es wird Zeit für ein Waschbecken. Und geil, das Wasser läuft und weil der Kanister außen hängt, nimmt er uns keinen Platz innen drin ab. Des Weiteren habe ich aus ein wenig Pappe, Plexiglas und LEDs das Airbnb-Logo auf die Vorderseite unseres Häuschens befestigt, damit man unser Airbnb auch von einer Mülltonne unterscheiden kann. Denn es ist ja keine Mülltonne. Es ist eine Mülltonne. Es ist keine Mülltonne. Jetzt kann es an die Einrichtung gehen. Ein paar Kissen, damit es auch schön gemütlich wird. Und man überhaupt drin schlafen kann. Handyhalterung, weitere Halterung für ein VR-Headset, was den Gästen zur Verfügung gestellt wird, um sich auch irgendwie zu unterhalten. Hier kann man jetzt einfach sein Handy reinhängen. Hier haben wir unsere Kissen, unser Bett. Die verstecken nicht nur die Kabel, sondern bieten den bestesten Komfort, den man sich in einer Mülltonne nur vorstellen kann. Okay, Leute, Schritt 1 unserer Mission sei erfüllt. Das Airbnb steht und sieht geil aus. Bevor aber unsere Tonne offiziell auf Airbnb zur Vermietung stehen kann, muss ich erst selbst eine Nacht drin schlafen. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine kleine Roomtour. Man kommt in die Tonne rein, ins Airbnb. Ich muss ehrlich sagen, es bietet deutlich mehr Platz als gedacht. Es ist auch übelst gemütlich. Nur ist es arschkalt draußen. Hier habe ich eine VR-Brille. Damit werde ich bestimmt auch das eine oder andere Mal spielen. Hier kann man die Beleuchtung ein- und ausstellen. Auch übers Handy steuerbar. Hier ist die Beleuchtung für außen. Ich finde einfach eines der geilsten Details geworden. Ansonsten natürlich, falls die Luft ausgeht, haben wir hier drei verschiedene Stufen, in denen der Lüfter laufen kann. Wenn man jetzt außerhalb des Airbnbs ist, kann man die Leiter nehmen und hier hinten einhängen. Und natürlich unsere Wasserstelle, die gerade nicht funktioniert, weil sie wie ein Gefrierfach ist. Okay, Leute, mittlerweile ist es dunkel geworden. Es ist Zeit zu schlafen. Ich bin auch arschmüde. Okay, die erste Nacht im kleinsten Airbnb der Welt beginnt. Wir haben 10 vor 10. Ich kann die Beine nicht ganz ausstrecken. Aber das ist gar kein Ding. Man kann auch im Sitzen schlafen. Haben die das im Mittelalter auch gemacht. Mach mal ein bisschen die Belüftung an. Theoretisch können wir jetzt auch noch ein bisschen VR-Brille spielen. Ich habe aber morgen eine Klausur. Deshalb wird es nichts. Spaß. Hängen wir die Brille wieder auf. Und ich würde sagen, jetzt geht's wirklich schlafen. Boah, ich merke jetzt schon, es ist übel schwer einzuschlafen. Und es wird extrem heiß hier drin. Guten Morgen, Leute. Ich bin so tot. Wir haben gerade 6 Uhr morgens. Oh Gott. Ich hab Schulter. Ich will es nicht zugeben, aber es ist nicht geil, im Sitzen zu schlafen. Ah, mein Rücken. Ich habe, glaube ich, eine Stunde gebraucht, um einzuschlafen. Die Nacht war vorbei. Es ist Zeit, unser Airbnb online zu stellen. Und damit, Leute, erster Link in der Beschreibung, könnt ihr die Tonne mieten. Wer als erster die Tonne für eine Nacht mietet, kriegt sie nicht nur persönlich vorbeigefahren, sondern darf sie auch noch behalten. An der Stelle abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Hier ist mein letztes Video. Checkt es ab. YouTube hat jetzt etwas eingeschränkt. Klickt drauf, Digga. Klickt drauf.